Willkommen zurück zu Rammel Kurze Tag und 3. So, Geisterstadt ist unser jetziges Level. Das ist quasi eine Stadt voller Geister. Mit sehr viel Kotze auf den Wegen. Läuft auf jeden Fall. Sag mal, haben wir denn in den Szenerieobjekten die Brücken dabei? Ich habe nämlich einen Brückenmod. Oder ist die hier? Das ist so eine Mischung aus Grusel- und Western-Thema übrigens. Okay, nee, dann ist es hier nicht dabei. Schade. Schade, 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 Schokolade. Alles klar. Also wir haben auf zwei Seiten den Eingang. Das hier ist eine Stadt oder sowas ähnliches. Glaube ich mal. Und in dieser Stadt sollen wir jetzt einen Freizeitpark reinbauen. Wow, das ist so gut. Das wird so gut funktionieren. Alles klar. Easy. Also das Problem daran ist halt einfach, wir haben hier, warte mal. Wir haben hier Nutzungsrechte, oder? Ja, genau. Wir haben hier in diesem Bereich den Graben, dürfen wir nutzen. Jo, Alter, wir können uns ja richtig fett Gebiet kaufen. Geil. Kann hier richtig viel machen. Und wir haben jetzt hier halt lauter Häuser. Und wir haben jetzt hier eine alte Stadt und in der müssen wir jetzt Sachen bauen. Das ist quasi alles. Haben wir auch Transportbahnen? Das ist ja nämlich sehr okay, wir haben keine Transportbahnen. Das ist schon mal schade. Die Geisterbahn, die ich gebaut habe. Alles klar, gut. Das Ding ist vorzugsweise im Grusel gehalten. Und man sieht jetzt hier auch schon relativ früh, was das Teil hier nicht unbedingt einfacher macht. Denn wir haben hier das Problem, dass wir extrem hügeliges Terrain haben in dieser Stadt selber. Außer da, wo die Wege sind, dann nicht. Aber ich kann ja einfach mal das Gitter hier anmachen und dann sieht man das, was ich meine. Überall, wo die Häuser stehen, ist extrem hügelig. Und ich möchte die Hügel eigentlich nicht zerstören. Also hier hinten raus haben wir sehr flach. Hier vorne ist es auch sehr flach. Also hier kann man überall Sachen bauen. Aber ich will ja persönlich eigentlich nur relativ selten. Ja, ist jetzt blöd. Ich habe den Satz angefangen, ohne zu wissen, wie ich ihn zu Ende bringen soll. Ich bin nicht so der Fan von kompletten Umstrukturierungen, nur weil es einfacher ist dadurch. Bin ich nicht der Fan von, gebe ich auch ganz offen zu. Und deswegen muss ich schon sagen, ich habe das Haus hier richtig, ich habe das Haus hier saudämlich platziert. Nee, das muss nochmal weg. Ja, hier. Sanfte Fahrten, Geisterhaus. Das muss ja dann schon so schön zentriert sein, damit das gut ist. Ja, Geisterstadt ist halt eine Geisterstadt. Dann war jetzt noch Putz, 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 Putz. So, wir nehmen die Zweier. Dich nennen wir jetzt mal Heinrich Bolz. Keine Ahnung, warum wir den jetzt so nennen. Wir machen es einfach. Dann nehmen wir noch eine Mechaniker und den nennen wir Harald Lesch.
Den Namen gibt's ja wirklich. Hashtag Lechs Kosmos. Gut, also die Reinigungskraft 1, die wird uns sehr schnell sowieso wieder abspringen. Die hat nämlich jetzt schon kein Interesse hier zu arbeiten. Ja, hast du gesehen, die ist richtig sad drauf. Die hat keinen Bock zu nichts. Trotzdem haben wir sie eingestellt, weil wir den Park erstmal sauber kriegen müssen. Weil hier jede Menge Scheiße rumliegt. Die kostet, glaube ich, schon mal so ein Fuffi. Deswegen machen wir so. Ein Fuffi, ja, genau, easy, natürlich. 50 Cent, meine ich. Aufregende Fahrten. Und hier machen wir dann noch einen Rotor hin. Haben wir auch mal so ein Gruselfass. Lasst es uns Gruselfass nennen. Das kommt bestimmt toll. So. Steht halt einfach auch Rotor dran. Steht hier gleich Gruselfass drauf. Gruselfass. So, damit es auch richtig gruselig aussieht, müssen wir hier oben die Farben rausnehmen. Jetzt sieht das Ganze schon wesentlich uneinladender aus. Zwar nicht wirklich gruselig, aber zumindest nicht mehr so, hey, das ist eine tolle Attraktion. Gut, so, was machen wir als nächstes? Aufregende Fahrten. An sich passt eigentlich nur noch der Galgen schon richtig zum Gruselthema. Aber den will ich dann halt wirklich auch richtig mitten in diese Stadt reinpflanzen. Und eigentlich wüsste ich auch gerne, Alter. So. Terra-Anpassung. So geht das. Alles klar. Ist doch ganz einfach. So, Galgenschwung, easy going. Preis kostet ins. Ne, kostet heute hier mal 2 Euro. Ja, das ist richtig teuer. By the way. Hähnchen! Ja! Es gibt Hähnchen zum Essen. Also wieder 6 Euro. Die Preise kennen wir ja. Das sind 4 Euro. Das sind 3 Euro. Das sind 2 Euro. Stände synchronisieren. Easy. Und dann noch Gruselshakes. Ja. Verstehe sowieso nicht, warum ich warum die unterschiedlich viel kosten. Warum sind Erdbeeren teurer als Himbeeren? Und Himbeeren teurer als Kirschen? Und Kirschen teurer als billiger als Erdbeeren. 20 Cent. An der Milch kann sie nicht liegen. Und es gibt T-Shirts, die wir diesmal wieder mal für 3 Euro verkaufen. Oder 4 Euro. Jo. Da kann man die Farbe nicht rausfinden. Dann brauchen wir noch ein paar Klos. Die wir jetzt wahlweise einfach mal hier genau mitten reinstellen. Und noch ein Geldautomaten und Erste Hilfe. Klatschen wir auch rein, weil wir eine soziale Geisterstadt sind. Wo man auch Sachen machen kann. So. Was mich halt wundert ist, wieso hat eine alte Geisterstadt eigentlich Asphaltstraßen? Wenn es doch von den Wegtypen her auch sandig, also Sand geben würde. Das ist das, was ich nicht hundertprozentig verstanden habe, aber gut. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal ein paar Attraktionen über die ganze Map verteilt und hier ganz vorne kommen auf jeden Fall dann noch ein paar andere Sachen hin. Die wir sonst keinen wirklichen Platz haben.
Alles klar. Wir haben jetzt einfach gespannt, diese Grusel-Warteschlange, weil ich zu faul bin, da eigene Sachen für das immer zu machen. Das Kettenkreuzer ist ja quasi nichts anderes als der Galgenschwung. Sind aber in dem Fall genauso viel und nennen wir natürlich auch Kettenkarussell. Lustigerweise gibt es keine wirklichen Western-Attraktionen, was eigentlich auch etwas schade ist. Hier können wir dann nochmal einen Rotor hinbasteln. Alles klar. Schön. Gut, aber hier machen wir das wieder Standard in Rot, Gelb und Blau, damit das Teil zumindest wieder halbwegs in Standardfarben erstrahlt. Also, seid ihr Enten oder Möwen? Ihr seid Enten, oder? Mit Enten kann man was ganzes Tolles machen. So, ach, oh, sie verlieren Federn, yay! Ich mag die Enten. Und Möwen machen was anderes. Naja, was wir aber auch noch machen könnten, wäre zum Beispiel den Park im Moment noch schließen. Da ist nämlich echt auch Geisterstadt, was schon ziemlich geil ist. Sind schon Besucher da? Nee, sind noch keine gekommen. Alles klar, das passt eigentlich soweit ganz gut. Denn dann können wir nämlich erst noch ein paar weitere Attraktionen hier ausbauen. Zum Beispiel, wir haben eine Holzachterbahn zur Verfügung. Ey. Nice, eine Holzachterbahn. Ich muss sagen, ich finde eine Holzachterbahn passt thematisch hervorragend in der Geisterstadt. Wir müssen nur ein Ding finden, also eine Bahn finden, die wir uns leisten können, so dass wir noch ein bisschen was über haben. Die sieht doch gut aus. Die sieht auch kompakt aus und anscheinend hat die Bahn noch wirklich was drauf? Oh, geil. Okay. Wir sind einen Wars. Ach, Moment, das Ding kommt mir noch bekannt vor. Hatten wir das schon? Also so eine Holzachterbahn passt ja thematisch immer richtig gut in Amerika, in Wilder Westen rein. Wie? Ach, ich habe nur 8100. Kann man die Bahn ja allgemein gar nicht leisten. Ich bin ja auch ein Idiot. Haben wir Darlehen? Ja, wir haben Darlehen. Jolo! Aber das Ding will ich mir schon bauen. Wie ist das Ding jetzt nochmal? Nein, die. Nein, Flatheim ist nicht. Oh Gott. Was die Feuerfalle war es. Also, was machen wir mit 6 Sitzen? Oh lol. Also, wenn ich ehrlich bin, die Bahn soll auch, wenn dann schön holzig aussehen. Der Laufsteg kann ja von mir aus schon etwas ins Grünliche. Oh nee, das ist. Etwas ins Grünliche. Auch farblos. Das hier sollte dann vielleicht grün sein, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Thank you.
Nein, keine Bremse, wir bauen ja aber eine Station hin. 6 mal 4 wären 24. Wir sortieren eine Holzachterbahn. Kriegen wir auch 6 mal 4 rein. Davon müssten wir noch schon 12 reinkriegen, was wir nicht schaffen. Also, dass entweder den, den. Ah, oh, dann machen wir den. Der sieht zumindest halbwegs gruselig aus. Und passt farblich auch voll in die Stadt rein. Brauchen wir nur noch Ein- und Ausgänge. Wird schon ein bisschen schwieriger. Noch nehmen wir auch gerne mal Eingang. Dann gleich noch den Ausgang. Die Zäune. Stacheldraht. Aber zumindest eine Attraktion, die halbwegs nach Western aussieht. Hier geht's. Ah. Ah, komm. Lol, wie soll ich denn an dieses Stück Weg hier rankommen zum Löschen? Ah, jetzt geht's. Und hier machen wir auch Holz. Und hier dann gleich wieder mit Asphalt. Ist schon interessant so. Lass mich raten, ich muss auch die Darlehen zurückbezahlen. Bei Unternehmer. Boah, das war so klar. Im Testergebnis haben wahrscheinlich noch keine. Okay, jetzt hat eröffnen wir. Das Ding speichern wir jetzt nicht in der Feuerfalte, sondern Alt Holz. Nee, altes Eisen. Die Achterbahn nennen wir altes Eisen. Oh, geil. Das Ding steht 10 Tage und ist schon kaputt. Läuft. Wann kommen eigentlich die ersten Besucher in den Park? Der erste Besucher. Jetzt kommen ein paar.
Kaido. Oh, wir brauchen Weglampen. Cool. Das hätte man mir auch ruhig vorher sagen können. Dass wir Weglampen brauchen werden. Das ist toll. Wir nehmen die Minenarbeiter-Weglampe. Weil das passt thematisch wegen Westernstadt eigentlich ganz gut. Es ist ja eine verlassene Westernstadt. Hier Hintergrund ist eigentlich Sand, also okay. Also die meiste Zeit ist es sowieso hell. Aber eben nicht durchgehend. LOL! What? Schon? Wieso geht denn das so schnell? Okay, da draußen können wir nichts platzieren. Reinigungskraft 1 hat gekündigt. Ah, ne, ist klar. Cool. Lass mich raten, wir haben auch schon irgendwelche thematischen Sachen erforscht. Ja, wir haben einen neuen Wegtypen. Ah, scheiße. Dahin zurück zu an 2 Bahnen von Mindesterregung 5. Gut. 93. Wie schnell wird denn das Ding? Ah, 64. Okay, das ist ein bisschen zu wenig. Gut, also Licht passt soweit eigentlich ganz gut. Man sieht überall was. Das passt soweit. Und wir schreiben tatsächlich schwarze Zahlen? Lol, Tatsache. Schreiben sogar ganz gut. Schwarze... Alter, was? Okay, mal erstens, dass die Preise überhaupt keinen Sinn ergeben. Bestes Angebot ist das hier definitiv nicht. Aber lol.